Liebe Leute, willkommen wieder bei Last of Us Part 2. Und heute sind wir hier stehen geblieben. Mit ihr. Munitionstechnisch eher. Ja, mau, eher mager. Und dann müssen wir durch. Und mal sehen, wo es uns heute hin verschlägt. Ich würde erstmal gerne hier nochmal rein schlendern. In diesen Hinterhof. Nach Patrouillen offen. Hier waren ein paar, die versucht haben, mich auszuräuchern. Wobei, das sieht eher so aus, als wenn es da weitergeht. Ich bin an zwei vorbeigekommen, aber da waren mehr. Sobald sie merken, wir sind aus der Schule raus und dass ihre Freunde tot sind, werden sie nach uns suchen. Ja, naja, aber die haben ja selber Schuld. Was nehmen die uns auch gefangen? Was greifen die uns an? Ja, frech. Echt frech. Die sind nicht wie wir. Ja, das sind nämlich freche Leute. Was, wenn wir brauchbare Infos hätten? Das sind ja egal anscheinend. Wollten uns weg rasieren hier, ne? Weg. Weghauen. Okay, Leute. Viele Wege. Überall könnte brauchbarer Loot sein, der mir den, ja, den Hintern rettet. Ihr wisst ja, ich brauche auf dem Schwierigkeitsgrad alles, was ich kriegen kann. Sieht aber aktuell nicht so gut aus für mich. Munitionstechnisch, hier ist aber nichts anscheinend. Na, bestimmt wohnen die hier irgendwo, oder? Haben die irgendwo ihre Lager? Oh. Eine Blutspur. Da gehe ich gleich rein. Auf jeden Fall. Hier ist noch ein Grill. Ah, hier kann man rein. Tada. Hätte ich das glatt übersehen, Leute, ne? Aber nicht mit Adlerauge, Mori. Das ist mein Lootauge. Ich frag mich, und meine Lootnase. Irgendwas ist dort immer. Ja. Und wir brauchen ja auch immer irgendwas. Ah, eine Karte. Tada. Eine Sammelkarte. Kinnard-esk oder so? Kinnard? Echter Name Georgina? Intelligenz 80, Muskelkraft 40, Society of Champion. Kinnard oder Kinnard? Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, von ihren Freunden Georgie genannt. Ist eine brillante Anwältin, die dem Rechtsstaat fest verbunden ist. Sie ist die bekannteste Verteidigerin für Helden, die der Fahrlässigkeit exzessiver Gewaltanwendung, Sachbeschädigung und vorsätzlicher Gefährdung angeklagt werden. Ihr Ruf brachte jede Menge ungewollte Aufmerksamkeit mit sich, aber die meisten Kontrahenten sind klug genug, sie ungestört die Gerechtigkeit nachgehen zu lassen. Dafür sorgen schon ihr schwarzer Gürtel in Aikido und die gesamte Society of Champions in der Kurzwahl ihres Handys. Helden. Wenn so ein Bösewicht da ist, dann bringt auch kein Anruf mehr. Dann ist der Bösewicht schneller als der Anruf. Und dann bringt auch ihre, was weiß ich, wenn das so ein Bösewicht, der einfach so einen Laserstrahl aus den Augen schießt, dann bringt auch ihre Karate-Kampfkunst da nichts. Aikido oder wie auch immer das heißt, ey. Dann bist du weg. Ach, Mann. Ah. War doch klar. Dass da wieder zu ist. Dann gehe ich da rein. Hallo, ich komme. Hier ist eine Blutspur. Das bedeutet meistens nichts Gutes. Warum rede ich so? Lena, frisches Blut. Bereit. Ja, das frische Blut gucken wir uns gleich mal an. Wer könnte das sein? Wir haben doch alle erledigt. Warum sollte hier eine Spur frisches Blut sein? Ist das ein Headset? Ja. Cool, Mann, ein Headset. Ja. Dem frischen Blut gehen wir gleich auf die Spur, auf jeden Fall. Kann ich auch was basteln? Oh. Ich konnte wieder ein Medipack machen. Oh. Ausgezeichnet. Richtiger Luxus, ein Medipack machen. Leute, womit habe ich das denn verdient? Danke, Spiel. Apeln. Hat sich ja gelohnt, nochmal zu gucken.
Okay, dann folgen wir mal der lustigen Blutspur nach oben. Natürlich mit der Schrotflinte. Mit der Pistole, lol. Ah. Versteckt oder nicht? Ich komme. Hast du ihn? Ja. Shit. Oh, mein Herz rast. Meins auch. Ja. Hat damit jetzt auch nicht direkt gerechnet, dass hier ein Infizierter ist. Da habe ich jetzt echt nicht mit gerechnet, aber ich habe ihn nur anlaufen gehört. Ich habe gar nicht gesehen, woher er jetzt kam. Naja, einfach Treppe runter oder ein Schrotti rein und dann war auch schon wieder vorbei. Da kam der da einfach. Ah. Ist das das, du kannst was bauen, Geräusch? Ja. Die Flasche brauche ich ja für die Sachen nicht, nee. Dann brauche ich halt noch so eine... Was macht die Rauchbombe nochmal? Betäubt beim Aufprall Gegner einen kleinen Umkreis. Ist aber gar nicht so schlecht eigentlich, ne? So Gegner betäuben könnte mir auch mal richtig gut irgendwas retten. Bin ich ganz froh drüber, dass wir das dabei haben. Die Frage ist, war der Infizierte alleine? Da wo ja ein Infizierter sind, das war ja ein Wanna. Und Wanna sind ja auch gerne mal in einem Rudel unterwegs. Aber es scheint so, als wenn es der Einzige war, der den einen Dude auch platt gemacht hat. Na guti. Unser aufgewertete Revolver. Kein Problem für uns, ja. Die sind leider beide jetzt hinüber. Dann würde ich sagen, wir gehen weiter, ne? Interessant. Ist ja ein Wanna gewesen. Frech. Zumindest aus wie ein Wanna. Ne? Wie ein Stalker. Ich glaube, die heißen Stalker, die anderen. Aber ich vergesse es immer wieder. Sah da jetzt nicht aus. Die sich verstecken und im Hinterhalt angreifen. Was beschäftigt mich? Wobei er das ja eigentlich gemacht hat. Warum haben sie Tommy und dich nicht getötet, als sie die Gelegenheit hatten? Ich weiß nicht. Leichtsinnig. Vielleicht sind sie dumm. Vielleicht. Was? Vielleicht wart ihr nun nicht die, nach denen sie gesucht haben. Also haben sie euch gehen lassen. Sie haben uns ganz schön verprügelt. Ja, aber sie haben euch überleben lassen. Gesicht getreten. Ja, aber warum haben sie es nicht zu Ende? Ist doch egal. Sie haben es verkackt. Stimmt wohl. Nee, die werden schon ihre Gründe gehabt haben. Also einige wollten uns ja umbringen, aber da wurden ja die anderen haben es aufgehalten und gesagt, hey, die, wahrscheinlich ist doch dem Motto, ja, die müssen wir jetzt nicht. Die im TV-Sender? Lea. War sie die mit dem Zopf? Nein. Ich erinnere mich nur noch, wie sie um dieses sadistische Arschloch heulte, als ich ihn aufgeschlitzt habe. Also, was hast du mit ihr vor? Herausfinden, was sie weiß. Herausfinden, wo die anderen sind. Dann weitersehen. Ich würde sie an eurer Stelle aufessen. Warum wir es getan haben? Ja. Ah, schade. Kann ja, hätte ja sein können. Hast du irgendwas davon an das, was Joel über seine Vergangenheit gesagt hat? Nichts Neues. Wie groß ist die Chance, dass er was getan hat, von dem du nichts weißt? Groß. Er hat mir nicht viel gesagt. Ich frag mich, was Tommy von all dem hält. Warum sind da... Das sieht so aus, als wenn man da rein kann, ne? Leute Joel verärgert hat. Das sieht ganz klar so aus, als würde man da rein können. Ein bisschen Loot gönnen, ne? Aber ja, worüber die geredet haben, ich glaube nicht, dass Joel alles erzählt hat. Wir werden es wohl noch herausfinden. Ah, die haben es überleben lassen. Da haben sie was Interessantes angesprochen eigentlich. Sieh dir das an. Seattle tauscht einen schlechten Machthaber gegen den nächsten. Was meinst du, wie alt das ist? Wenigstens ein paar Jahre. Die haben das bestimmt aufgehängt, gleich als es mit... WLF-Regeln müssen befolgt werden. Alle Anweisungen von WLF-Soldaten ist Folge zu leisten. Federal-Kollaborateure werden exekutiert. Dann Fedra. Für das Fall. Ich frag mich, wie viele geblieben sind, um sich der WLF anzuschließen. Gut, lass sie erstmal reden.
Für das Verlassen der zugewiesenen Zone ist eine Genehmigung erforderlich. Die Sperrstunde bleibt bis auf Weiteres in Kraft. Hallo? Da kann ich rein, wenn ich will. Genauso wie hier. Ja, wollen wir hier rein oder was? Ich weiß nicht, ob das Dina war, die jetzt gerade die Geräusche gemacht hat. Oder wer anders. Klingt so, als wenn hier aber länger keiner mehr drin war. Eine Karte! Rockefeller oder Rockefeller? Rockefeller wahrscheinlich eher. Oh, sieht interessant aus. Echter Name Norman, Intelligenz 60, Muskelkraft 100. Society of Champions. Die Krönung des Schaffens des Immobilien- und Baulöwen Norman Striker war das Spark Hauptquartier. Sowohl der sichtbare Teil als auch der riesige unterirdische Laborkomplex. Doch als er in eine geheime Experimente reinstolperte, versuchte Laurent, ihn per Baugrube-Sprengung loszuwerden. Als er es das Society of Champions nicht gelang, Striker aus dem Schutz zu ziehen, machte Dr. Stem die Steine zu einem Teil von ihm. Rockefeller ist jetzt von Kopf bis Fuß durch eine Steinrüstung geschützt und hat sich zum Ziel gesetzt, das Spark-Hauptquartier Stück für Stück auseinanderzunehmen. Er kennt es besser als jedes andere. Neutraler Held. Okay, da waren wir drinne. Also das klang so, als wäre dann jemand drinne. Ja, süß hier einfach mal reingespaziert. Ja, gönn dir. Gehst hier erstmal selbstverständlich rein, öffnet die Tür. Ja, warum nicht? Hier ist gar nichts. Kein Loot. Ein paar Pillen, die am Boden liegen. That's it? Sehr magere Ausbeute, ne? So, da waren wir drin. Die Frage ist, wo können wir noch rein? Oben ist offen. Da müssen wir wahrscheinlich sogar rein mit dem Wagen, aber wir könnten auch theoretisch über den Zaun. Bestimmt, da ist ja diese Plane, da könnten wir bestimmt auch rüber. Vielleicht müssen wir über die Plane und das andere ist optional. Oh, ich will nichts verpassen, ne? Da bin ich ehrlich. Bin ich auch so ein bisschen doof immer drin, ne? Da möchte ich unbedingt immer, ja, alles an Materialien, was ich finden kann, halt auch mitnehmen. Ihr wisst es. Mein Lootfinger, Leute. Er kribbelt. Bam, 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 bam. Kann man hier noch was looten? Oder sind hier noch alle am Bluten? Okay, sieht ganz aus, als wenn man da lang müsste. Also sieht echt so aus. Dann gucken wir uns nochmal hier oben um, ob man irgendwas öffnen kann, aber es sieht nicht so aus. Nee, alles verbarrikadiert. Dann Blutfinger, Leute. Dann gehen wir doch erstmal da oben rein. Da in das Apartment. Mal sehen, was wir da so finden. Was hast du damit vor? Steckt fest. Soll ich helfen? Nein, ich krieg das hin. Tada! Meisterin. Die Meisterin. Geschafft. Und was willst du jetzt damit tun? Bin gleich zurück. Ich halte Wache. Ich weiß nicht, ob hier Infizierte noch drin sind. Das ist ein Problem. Hab leider auch keine Nahkampfwaffe mehr groß. Na, aufpassen einfach ein bisschen. Vielleicht kommt gleich irgendwer und erschreckt mich wieder.
Viv. Oder, ja, Viv war wahrscheinlich, oder Viv. Wir wurden letzte Nacht ausgeraubt. Es war Jimmy. Ich hoffe, das ging alleine auf sein Konto. Wenn ihr Probleme habt, kannst du mir das sagen. Dein Sohn und du, ihr beide liegt mir am Herzen. Wir sollten doch mehr denn je aufeinander achten. Es gibt schon genug Kriminelle, die in der Stadt das Sagen haben. Gib ein bisschen Salz und etwas Wasser hinzu. Dann schmeckt es fast so wie das Original. Es ist nicht viel, aber hoffentlich hilft es, dich zum nächsten Sicherheitsbereich zu bringen. Raul. Haben wir ein bisschen Zusammenhang? Was machen wir auf einmal? Was schmeckt dann besser? Ja, was schmeckt besser mit Wasser und Salz? Vielleicht Nudeln? Nudelwasser? Oh, jetzt eine Nahkampfwaffe finden und dann upgraden, ne? Da wäre ich ja dabei, ne? Schönes Zimmer. Warhammer Figuren aus, zum selber machen hier. Tabletop. Wie cool. Oh, Tabletop Warhammer Figuren. Bin ich voll dabei. 40.000 natürlich. Oh, ein dicker Hund. Da bin ich voll dabei. Gib mir Bilder von Hunden und das Spiel hat mich. Bam, 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 badam, bam, bam. Aha. Da ist was Neues. Verdammt, was ist das? Eine Art Bombe? Sprengfalle explodieren, wenn der Gegner zu nahe sind. Hm. Ist das einfach eine gemacht. Sprengfalle, Mann? Sieht voll cool aus. Sprengfalle. Wird im Ort und Stelle eingesetzt und explodiert, wenn ein Gegner sich nähert. Kennen wir schon die guten Rohrbomben aus dem ersten Teil. Ah. Sehr, sehr schön. Sprengfalle. Oh. Und ein Schuss mit dem Jagdgewehr. Womit haben wir das verdient? Oh, ist das Spiel nett, Leute. Bestes Spiel aller Zeiten. Oh, jetzt haben wir eine Rohrbombe. Müssen wir auch clever einsetzen. Ich hätte gerne mal wieder eine Nahkampfwaffe. Die könnte ich jetzt bestimmt demnächst upgraden. Das wäre sehr, sehr schön. Ja. Hab eine Rohrbombe. Allgemein halt eine Bombe, die explodiert und die Leute in die Luft jagt. Das ist sehr gut. Ne, muss man ja mal sagen. Dam, 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 dam. Ja, dann gehen wir mal weiter. Stück für Stück. Ja, ich auch. Wie willst du das machen? Mal sehen. Wäre weird, wenn wir Hochhäuser nicht mehr sehen könnten. Oder Türme. Das ist weg. Eben war doch der Turm neu. Ist er weg? Boah, ich wollte gerade was Fieses sagen. Mein Gehirn, Alter. So. Das stimmt nicht mit mir. Ah, sieht aber diesmal nicht so aus, als wenn wir da irgendwo rein können. Alles angucken, Leute. Oh, da habe ich mich wieder so aufgeregt, ne? Ich hasse es ja, wenn ich mich selber aufrege bei Sachen. Ich gucke ja sehr gerne zum Beispiel aktuell das Let's Play vom lieben... Wo? Da oben. Ich habe ja wieder beim lieben Gregor Ong vorbeigeschaut, sein VR Last of Us spielt und so. Ne? Und da war der im Café, wo ich auch war. Und dann ist er einfach wieder umgedreht im Café. Dabei war da noch so ein extra Raum und so. Oh, da habe ich mich wieder aufgeregt. Eigentlich hasse ich das, mich über sowas aufzuregen, weil nicht jeder kann alles entdecken, erkunden oder finden oder... Oder übersieht mal was. Das ist ganz normal. Und dann jeder hat so sein Spieltempo und so. Und da habe ich mich für gehasst, dass ich dann dachte, oh verdammt, warum gehst du da nicht rein, Mann? Ich will nämlich nicht so eine Person sein. Nehmen wir eben nur ihre Leiche mit. Komisch, dass ich per Dings keinen sehe. Dabei reden die alle. Wir schienen mal ganz vorsichtig.
Okay, anscheinend ist oben auf dem Dach nur eine Person. Ich muss leider was machen, wow. Das war's, Mann. Tut mir mega leid, aber... Diese Ausguckwache muss halt weg. Da müssen wir dann leider wieder Gewalt anwenden. Aber kein Wolf darf überleben. Das nennt sie. Grüße, geh raus, Alter. Ich glaube, hier ist nichts. Ich gucke nämlich noch nebenbei, ob hier Loot ist, natürlich. Ihr kennt es nicht anders. Oh, kommen jetzt zwei Leute rein. Laufen die immer zu zweit rum? Dina, du, man sieht dich, Dina. Also, ja. Ist dir zum Glück egal. Nicht da! Haben wir alle? Welche übrig? Glaub nicht. Wir haben ein Rohr bekommen, das fast kaputt ist, aber, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist es jetzt wieder komplett repariert und verbessert. Nein. Immerhin ohne Munition zu verschwenden. Diese Kuzette ist riesig, oder? Ziemlich riesig. Leben ist auch noch okay. Glaubst du, hier sind überall Wurms? Hoffentlich nicht. Ach Mann, ey, das war wieder, ja. Hätte man besser machen können, aber immerhin ohne Munition zu verschwenden, haben wir die ganz gut im Nahkampf hinbekommen. Auch das Ausweichen hat funktioniert, bin ich ganz zufrieden mit. Kann ich mich gar nicht beschweren. Naja, das lief super duper, was das angeht. Trotzdem hätte es man vielleicht noch ein Stückchen besser machen können. Ein Stückchen weniger erwischt werden. Gucken wir uns nochmal in Ruhe um. Hier ist bestimmt noch irgendwo ein bisschen Loot, wie hier die Flasche. Die brauche ich auf jeden Fall bestimmt. Allein um wen zu betäuben und dann abzustechen. Immer eine sehr gute Sache. Viele Wege, ne? Da hinten geht's lang, aber auch da rechts. Ich würde sagen, wir gehen erst zu Nancy. Nancy, na? Ein Vampir-Outfit, Dina. Guck mal. Willst du dazu was sagen, Dina? Wie heißt denn der Laden? Nancy Knickknacks. Alla, Knickknacks mit Nancy, wa? Alla! Ein schöner Halloween-Artikel? Nur Halloween-Zeug. Ein paar dieser Sachen sehen witzig aus. Finde ich nicht. Ja. Ich sag nur, Last of Us Teil 1 DLC, Left Behind, mit den Masken. Und so. Ja, na gut. Kann ich verstehen, dass sie die nicht mehr witzig findet, nachdem was sie damals erlebt hatte. Da fing ja quasi dann auch das, die Tragödie danach langsam an. Ein Zug ist hier noch. Aber sonst nichts. Nichts, was ich noch mitnehmen könnte, Mann. Bin ein bisschen enttäuscht von Nancys Laden, ne? Sale, ein paar Teddys. Nur ein paar Teddys mit. Da gehe ich gleich lang. Ich gehe erstmal zu Onkel Ron. Kann man hier rein? Natürlich nicht. Na, 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 na. Ist hier noch was
Schönes. Da darf ich nicht lang, da ist zu. Oder kann ich die Tür öffnen? Nein, ist zu. Barrikade sagt auch nein. Das ist echt riesig, das Areal, ne? Uiuiuiui. Habe ich bestimmt schon was übersehen, da bin ich mir ganz sicher. So gut ich mich auch umsehe, da habe ich bestimmt schon einiges übersehen. Da geht's auch lang, heilige. Verdammte Verräter. Als Gas weiß man wenigstens, woran man ist. Tja, wie gesagt, ist mir scheißegal. Ach, Mann, 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 ey. Tankstelle. Ah, ist hier viel zu entdecken. Heiliger. Los, wir sehen nach. Können wir auch sehr gut erschießen von was hier. Gefunden? Ist alles okay? Geht ruhig weiter. Hier drüben! Ja, als ob die mich gesehen hat. Das musst du mir getan haben, Mann. Aber komplett. Los, Tina, mach den fertig, damit ich keine Munition verbrauchen muss. Ich will einfach... Komm, wenn, dann benutze ich die Pistole. Du bist tot, hörst du mich? Aua, wow, wow, das hat für sie auf jeden Fall mega weh. Aber, guter Move gewesen von mir. Noch nicht. Ja. Wie kriegen wir Lea allein? Der gute Pistolenschuss, ne? Mit von Infizierten. Wir brauchen nur eine Minute zum Reden. Du willst sie zum Reden zwingen? Wenn es sein muss. Das kriegen wir hin, glaube ich. Hallihallöle, ist hier noch Loot? Aber wir gehen noch zur Tankstelle, glaube ich. Wenn von da hinten die Leute kamen, denke ich, geht's da hinten weiter. Das heißt, wir gehen zur Tankstelle. Ah, den haben wir ordentlich gegeben, ne? Muss man ja mal... Alter, das war echt crazy. Eine schöne Flasche und dann BAM und komplett alles weg. Kinn weggefetzt. War ein guter Schlag, der auch irgendwie sehr eklig aussah. Ich konnte mich sehr hineinversetzen und dachte mir, oh, das tut weh, ja. Eine schöne Werkstatt voller Loot. Das tut uns doch sehr gut. Ist das Diana? Ist das Dina, die so Geräusche gemacht hat? Ich bin mir gerade unsicher. Irgendwas hat Geräusche gemacht. Wir können ja mal den Revolver fertig machen, wenn wir schon so weit sind. Dann, ja. Die Nachladegeschwindigkeit verbessern und dann ist der Revolver auch abgegradet. Mechanika bekommen als Trophäe. Zwar nur ein Schuss, aber schneller nachladen ist, nein, nein, ich wollte noch eine andere Waffe. Wer kommen die? Ein Wort für dich ein. Vielen Dank. Darf ich dir einen Rat geben? Klar. Bring sie zum Reden und dann lass es gut sein. Verlier nicht die Kontrolle. Das kommt auf den Skal. Hier drüben! Danke, Dina! Bin ich gerade wirklich gestorben, weil Dina diese dieses tolle Fenster blockiert hat? Bin ich gerade gestorben, weil Dina mir das Fenster blockiert hat? Leute, sowas ist
ungeil AF. Also wow. Was? Also wow. Ich bin gestorben, weil Dina mir das Fenster blockiert hat. Ich bin ein bisschen, ne, mad auch. Da bin ich echt weil sie mir das Fenster blockiert hat. Das musst du dir mal überlegen. Woher kommen die alle? Das sind auch immer so viele. Aua, 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 aua. Weiter! Sie sind da drüben da. Dammit, dammit, dammit. Okay, jetzt haben wir ein kleines Problem. Theoretisch sollten sie mich hier nicht sehen. Suche starten. Sie können nicht weit sein. Kommt ihr da auf einmal raus? Krass, wie die mittlerweile patrouillieren und alles, ist gar nicht so easy. Ich bin ein Busch. Du siehst mich gar nicht. Ich bin nämlich einfach nur ein Busch. Ich nehme zur Safety First mein Ziegelchen in die Hand. Bericht! Gibt es Sichtkontakt? Ich finde nichts. Da patrouilliert er. Er geht da rein. Als ob mich wieder wer sieht. Okay. Noch haben wir keine Munition verbraucht. Alles gut. Ich brauchte eher für Infizierte meistens, für Klicker. Ich würde gerne in die Tankstelle gehen. Dina. Weiß ich mich nicht. Ich hab Gavin gekillt, Leute. Schöner Name. Wie? Wie? Los, hinter sie! Alles klar! Ich weiß, was du da bist. Das möchte ich nicht werfen, nein. Ich dachte, ich wäre sehr sicher gewesen. Ich frage mich, wo der Dude hin ist. Ein bisschen Muni sparen muss ich mal wieder. Das wäre auch die Steinsache. Auch wenn ich so eine Nahkampfwaffe halt mega stark finde. Schön wieder weggezimmert. Den kriegen wir jetzt. Das war's, liebe WLF-Freunde. Unsere Tankstelle jetzt. Siehst du noch mehr? Nein. Scheiße. Du warst echt gut drauf.
Oh ja. Wie viele haben die dir hinterhergeschickt? Zu viele. Da ist nichts, okay. Oh, Regenbogen. Oh, Leute, ey. Das ist nur ein schmaler Spagat zwischen Munition sparen und Waffe sparen. Aber Hauptsache, wir kommen weiter, wir überleben es. Der eine Tod war wieder unnötig, der passiert ist, weil ich kam nicht mehr weg. Ich kam einfach nicht durchs Fenster durch, dank Dina. Und musste improvisieren und dann bin ich gestorben dabei. Das war natürlich wieder sehr toll. Danke dafür. Und ich habe ein Medikit verschwendet, also verbraucht. Bin ich auch nicht so der Freund gerade von, muss ich ehrlich sein. Jedes verbrauchte Medikit ist ein trauriges Medikit. Heißt aber auch, ich bräuchte mal wieder ein bisschen Alkohol. Nicht viel, nur ein bisschen Alkohol. Dann könnte ich wieder ein Medikit bauen. Habe ich leider mal durch. 3 Schuss. Das ist ganz gut. Ist hier Alkohol? Nein. Ich brauche noch ein bisschen Alkohol, Leute. Gönnt mal Alkohol. Alkohol. Aha. Dankeschön. Und wir bauen direkt nochmal eine Sprengstofffalle. Die müssen wir auch öfter benutzen, aber vielleicht eher gegen... Ja, entweder gegen Menschen, wenn es brenzlig wird, würde ich sagen. Sonst halt gegen Infizierte sehr nice bestimmt. Die müsste ich eigentlich für den Notfall versuchen aufzubewahren. Hier könnte ich eben irgendwas nicht aufheben. Ah, hier. Ein bisschen Verbandzeug. Ihr wisst schon. Stofftuch, ne? Das Stofftuch. Was nehmen wir jetzt? Das habe ich soweit alles. Ich würde die Schrotti vielleicht weiter upgraden. Weil eine gute Schrotflinte ist niemals verkehrt. Plus Feuerrate, Magazinkapazität erhöhen. Ist eher alles so okay. Kann man machen, muss man aber nicht. Aber mal die Magazinkapazität höher. Wunderschön, wie du das machst. Nein, da habe ich gar nicht so viel Schuss dabei. Ob ich jemals so viel Schuss dabei haben werde? Ich weiß es nicht. Aber schön zu wissen, dass hier eine Werkbank ist. Da ist eben jemand reingeklettert. Deswegen gucken wir mal, ob wir da auch rein können. Hier ist auch so eine obvious Tür. Vorsicht! Oh. Die Tür hat mir nicht gefallen, muss ich sagen. Dina, dein Einsatz, ich will nicht noch einen Schuss verbrauchen. Dina, kannst du auf den Klicker bitte schießen? Ich will auch meine Nahkampfwaffe nicht verbrauchen. Treff ihn doch. Ich hab doch schon mal mit meinem... Dankeschön. Hast du auch mal erwischt, ja? Okay, die Tür hat mir nicht gefallen. Das war eine ganz doofe Tür. Wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Eine ganz, ganz doofe Tür. Öffnet meine Tür, stehen auf einmal Infizierte, ne? Habe ich mir ein bisschen in die Hose gemacht. Mann, Mann, Mann. Vor allem habe ich gedacht, die haben das geklärt. Die wohnen ja hier. Fran, es geht los. Oder Fran, es geht los. Am frühen Sonntagmorgen halte deine Leute von der Straße fern. Aber pass auf, was du sagst. Wenn Isaac rausfindet, dass ich geredet habe, bin ich dran. Es sollte schnell gehen. In deiner Nachbarschaft sind nicht mehr viele fettere Leute. Während unserer Säuberungsaktion werden alle in die Basis gebracht. Es sollte keiner raus ausflippen. Deswegen, das ist nur übergangsweise. Damit wir in der Schlacht gut gegen Böse den Überblick behalten. Ich kann es kaum erwarten, wieder mit dir in einem Bett zu schlafen.
Endlich keine heimlichen Zettel mehr in diesem blöden Studio. Rebecca. Herz. Na, süß, oder? Richtig sweet. Diese WLFs haben sich vor über 10 Jahren gegen das Militär gestellt. Warum sind die immer noch so heiß? So viele Eindringlinge können hier kaum durchkommen. Ich weiß nicht. Die Stadt sieht aus, als wäre sie voller Vorräte. Ich weiß nicht, warum sich die Leute so darum streiten. Ein Buch. Ist vielleicht gut. Last Wound, das Survival-Magazin, alles zum Camouflage. Schützen, täuschen und verbergen. Mit dem Besten. Unsere 15 Tipps von bekannten Experten zeigen, wie es geht. Ebenfalls enthalten 12 Klebebandmarken im Vergleich Regenwasser-Auffangmethoden. Oh, schön, schön, ja. Neue Verbesserungszweig, Tarnung. Ein bisschen mehr Tarnung wäre es natürlich sehr nice. Gucken wir gleich mal, wenn ich noch ein paar Pillen gefunden habe. Viele Bücher. Alle anscheinend uninteressant. Was sollen die Regenbögen? Quiet! Immer, was du hier findest. Sieh mal, was du hier findest. Vielleicht finden wir auch einen kleinen, so eine kleine Gnome. Ellie, da. Das sind wir, oder? Ein Aufnahmeritual, das ihre kühnsten Träume übersteigt. Die Geheimnisse der Schwesternschaft. Jessica Wowell. Wowell? Rowell? Ist Helga bereit, die Geheimnisse der begehrten Schwesternschaft zu erfahren? Als Helga aufs College kam, war es für sie das Wichtigste, in die Studentenverbindung Omega Theta Phi Pi oder so, ja, aufgenommen zu werden. So wie ihre Mutter 20 Jahre zuvor. Die Schwesternschaft wird ihr alle Türen öffnen und sie in eine Welt von Männern einführen, die ihr das glamouröse Leben ihrer Träume bescheren könnte. Helga hatte endlose lange Beine und ein strahlendes Lächeln. Jeder Student aus der Bruderschaft wollte sie freitagabends ausführen. Doch keiner von ihnen konnte ihre Bedürfnisse stillen. Und sie kehrte immer noch voller Verlangen zum Verbindungshaus zurück. Zum Glück gab es ihre Schwesternschaft. Im Verbindungshaus fand Helga nicht nur Befriedigung, sondern auch Bildung aus den Händen von Bess, ihrer großen Schwester. Sie kannte die Wünsche des weiblichen Körpers besser als jeder Mann. Unter der Dusche und eingekuschelt in einem Einzelbett entdeckten die Frauen eine Welt der Lust. Dies war die Tür, von der Helga nie wusste, wie dringend sie geöffnet werden musste. Komm, Konzentration. Du hast recht. Ein paar Bücher über Frauen, die mit Frauen machen und ja. Warum auch immer hier die ganzen Regenbögen sind und so, ich weiß auch nicht. Hat das mit der Schule zu tun oder tatsächlich wegen LB, ja, ne? Ich habe den Namen vergessen gerade und ich will nichts Falsches sagen. Nein, warte. Typen. 2 Typen. Diener. Vorräte. Ja, ne? Anscheinend Big Book of Gay. Ist das eine Bibliothek für Lesben und Schwule? Irgendwie? Oder hatten die so ein Thema? Vielleicht lässt du auch die Regenbogenflagge. Ich habe aber den. Wie heißt das? LBQT? Ich weiß es gerade nicht mehr im Kopf. Wie peinlich. Warte, das kommt mir bestimmt nochmal wieder in den Kopf. Ich hab's gerade. Spätestens nach der Folge wieder. Wie immer. Vielleicht hatten sie hier so ein Aufklärungsthema oder so. Ich weiß es nicht. Irgendwas in der Hinsicht. Irgendwas muss es ja sein. Oder sie haben sich tatsächlich darauf spezialisiert. Kann ja sein. Ich weiß es nicht. Na, dann wollen wir mal, wa? So. Nicht ohne meine Schrotti. Hallo, ist hier noch jemand? Oder seid ihr alle rausgekommen aus euren Löchern? Ich denke, die sind alle rausgekommen. Was ist das hier hinter dem Bücherladen? Oder neben? Eine Bar oder so?
Da komme ich nur wieder in die Dings, ne? In die Bücherei. Ja. So, jetzt Kamasutra-Bücher gleich, oder? Dr. Stem. Von dem haben wir schon gehört. Das ist doch der, der den davor irgendwie mit den Steinen. Opal Roy. Intelligenz 100, Muskelkraft 40. Opal Roys Eltern starben an Krebs, als sie noch klein war. Sie widmete daraufhin ihr Leben der Wissenschaft, da niemand mehr den Schmerz und den Verlust erleben sollte, unter dem sie als Kind gelitten hatte. Heute ist sie als Dr. Stem bekannt und arbeitet mit Ärzten und Wissenschaftlern aus aller Welt an lebensrettenden und verlängerten Technologien. Außerdem unterstützt sie die Society of Champions dabei, Sparks eher schändlichen Plänen. Was? Sparks eher schändlichen Plänen? Außerdem unterstützt sie die Society of Champions dabei, Sparks eher schändliche Pläne. Ah ja, doch, macht Sinn. Sparks eher schändliche Pläne mit ihrer eigenen Technologie zu stoppen. Ihre Hartnäckigkeit und ihre Weigerung, Niederlagen zu akzeptieren, sind sowohl ihre große Stärke als auch ihre größte Qual. Helden. Ich habe den Satz irgendwie immer falsch in meinem Kopf zusammengefügt. Deswegen dachte ich, der macht gar keinen Sinn. Aber macht er. So viele Infizierte hier. Und dann gibt es hier nicht mal vernünftigen Loot. Außer nebenan. Bin ich ein bisschen enttäuscht, ne? Ich meine, das war ein Raum voller, da war sogar ein Klicker dabei. Und hier ist nichts. Kein Loot, gar nichts. Entweder übersehe ich es oder ich bin doof. Enttäuschend. Sehr, sehr enttäuschend. So, Leben ist noch okay. Ah ja, ich wollte noch mal in den Baum gucken. Fertig einen Schalldämpfer für die Pistole an, der Schüsse lautlos macht, bis er zerbricht. Drücke beim Zielen mit Dreieck, um den Schalldämpfer anzubringen oder zu entfernen. Schalldämpfer? Gegner, die du im Lauschmodus siehst, werden deutlicher angezeigt. Bewege dich in Bauchlage schneller. Bewegungsgeschwindigkeit. Erhöht die Haltbarkeit des Schalldämpfers. Lautlose Kills werden schneller ausgeführt und bleiben eher unentdeckt. Mega strong. Also, ich würde sagen. Kanister. Ich würde sagen. Ich spare dann meine Pillen jetzt auf den Baum fertig zu machen, weil. Lautlose Kills deutlich schneller fertig zu haben. Das sind immer Sekunden, die mich retten könnten. So dumm ist es. Ja. Es sind immer Sekunden, die irgendwas entscheiden könnten. Ob ich gesehen werde, ob ich nicht gesehen werde. 100% schneller. Das würde ich sehr gerne nehmen. Von daher sparen wir mal. Ich hätte die Latte da mitnehmen können. Aber gerade brauche ich keine Latte. Die würde mich gerade sehr stören. Vor allem, weil ich ja noch mein Rohr dabei habe. Mit dem Rohr kann ich deutlich besser umgehen und mehr anfangen. Als mit der Latte. Ich kann da runter, habe ich gesehen, ja. Aber ohne Momento. Da kann ich auch rein. Donutladen. Habt ihr den Jump gesehen? Was hat mich fast gesehen? Die sind überall. Ich kapiere immer noch nicht, warum wir uns zurückziehen. Kein Rückzug. Wir sammeln uns. Es hat Monate gedauert, alles zu sichern. Die Chefs wissen, was sie tun. Wahrscheinlich. Mann, Mann, Mann. Da, das ist sie! Hier drin!
Nicht entkommen lassen! Von hinten zuschlagen! Erledigt! Verdammter Mist! Gute Schrottlimoni, ehrlich. Ich hasse mein Leben. Sind da denn komplett lost oder was? Aber immer habe ich meine Muni wieder. Aber das waren ein bisschen viele, muss ich sagen. Das waren ein bisschen viele. Das kann man besser machen. Aber wir wissen schon mal, da unten ist eine Menge Gegner. Sobald wir in den nächsten Abschnitt kommen, geht's los. Das heißt, ich gucke nochmal hier, ob hier noch was Schönes war. Irgendwas? Anscheinend aber nicht. Kurz einmal durchladen. Oh, leider zu, wa? Nein. Sehen wir uns um. Ja, da hinten geht's ja lang, ne? Ja, gut. Dann ein bisschen cleverer jetzt machen. Doof, dass wir mal in Zweierpatrouille unterwegs sind. Das macht alles ein bisschen schwieriger. Und ich habe halt noch keine anderen Waffen für lautlose Kills. Auch ein Problem. Oh, hier sind echt Klicker drin, ne? Ich habe die falsche Flasche ausgerüstet gehabt und ich will garantiert nicht meinen Molotow-Cocktail ins Nichts geworfen haben. Vielleicht ist hier jemand. Ich gehe mal nachsehen. Ich habe einen Plan gehabt. Und vielleicht schaffe ich es, diesen Plan umzusetzen. Sollen Sie sich mit den Infizierten erstmal drum kümmern? Okay, ganz ruhig.
Die kümmern sich schön um die Infizierten, haben da ihren Spaß, ne? Okay. Und hier werde ich noch auf jeden Fall ein bisschen looten. Da ist ja einiges los, wa? Ist ja sogar einige Infizierte. Hey, der Plan ist voll gut aufgegangen. Richtig schön zu sehen. Wer wird gewinnen? Ich bin voll stolz, wie gut das aufging, ne? Danke dir, Dina. Ich bin echt gerade mega proud, wie gut das aufgegangen ist, ne? Gerade ist hier noch ein Dude langgelaufen. Haben sie den Klicker gekillt? Ja, wo ist noch einer? Da ist er ja. Netter Versuch. Mehr Diener. Ich war noch nie so stolz auf mich, Leute. Zwar war das eine Neuladen vielleicht ein bisschen lame. Ich hätte mich auch sterben lassen können, natürlich. Das ist genauso lame wie Neuladen. Aber ihr wisst, das Spiel auf Überleben, na, und da ist so ein Molotow-Cocktail so viel wert gegen Infizierte. Und es ist einfach so traurig gewesen, nur weil ich mich verklickt habe, statt die normale Flasche in den Molotow geworfen zu haben. Da habe ich dann einfach neu geladen, anstatt mich sterben zu lassen oder so. Das war einfach nur halt mega ärgerlich und doof. Ja, Kollege, was sagst du dazu? Ah, okay. Meine Rede. Und jetzt würde ich sagen, looten. Wir gucken uns ein bisschen um, haben jetzt ein bisschen Zeit. Alle Lebenden sind tot. Auch anscheinend alle Infizierten, nachdem die sich hier bekloppt haben. Plan ging auf. Ich hätte nicht gedacht, dass da noch so viele Infizierte drin sind. Aber die haben sich gut mit den Überlebenden bekämpft. Dementsprechend sehr, sehr stolz einfach, Mann. Ah, hier ist noch eine Flasche. Ist hier noch mehr Loot? Ich kann nicht genug Loot bekommen. Loot bekommen. Ich hoffe, ihr seid auch so stolz, wie ich es bin, Leute. Und denkt euch, yo, die Aktion, dass er die Infizierten gegen die anderen Überlebenden kämpfen gelassen hat. Heftig, Bruder.
Und wir machen jetzt das erste Mal uns den Schalldämpfer. Den wir wahrscheinlich nur auf, ja, auf die Pistole schrauben können, wenn wir wollen. Ist er drauf? Ja. Zwei Schuss hält der. Interessant. Theoretisch könnte man damit zwei Leute dann erschießen, lautlos. Theoretisch. Praktisch schieße ich zweimal daneben. Krass, aber wie viel die eigentlich nicht gelootet haben, ne? Die hier so wohnen. Die WLF, hier liegt noch eine Pistole. Warum kann ich das nicht mitnehmen? Danke. Einen ganzen Schuss. Na, immerhin. Muss ich nur dran denken, den Schalldämpfer abzumachen, wenn wir gerade in einer Kampfsituation sind, wo der mir eh nichts bringen würde. Also, dass er lautlos ist und wird, dann ist es ja nur noch Verschwendung. Lalala. Oh, Smoothies. Kennt ihr diese kalten Getränke vom Markt, vom Jahrmarkt? Diese mit verschiedenen Geschmacksrichtungen, Blaubeere und so. Die sind auch geilo. Habe ich immer gerne früher einen von der Schule, wenn der bei uns war und dann bin ich von der Schule nach Hause geradelt. Dann habe ich immer, wenn er bei uns die Kirmes war, einen auf dem Heimweg gegönnt. Im heißen Sommer und dann ist mein Gehirn gefrostet und dann, und das Typische. Okay. Da hinten geht's lang anscheinend. Das stand sie auch vor. Da wollten wir auch hinter. Aber hier ist noch so viel zum Angucken. Das ist unglaublich. Waren wir hier drinne? Ja. Hier war die Pistole, ne? Was liegt da noch? Immer noch die Pistole. Nur, dass wir damit nichts mehr machen können. Eine Flasche. So viel Loot. Ah, hier kommen wir auch nochmal hoch. Interessant. Haben denn unsere Freunde hier was gedroppt? Die Klicker oder so? Ah, es war schon cool, dass wir gegeneinander gekämpft haben. Das waren anscheinend zwei Klicker, ne? Aha. Oh, eine Bank. Ob wir auch noch Infizierte sind? Da haben wir die ja hier weggeknallt. Warum sind in der Bank so viele Sessel und keine Bänke? Hahaha. Okay, sorry. Loot, Loot, Loot. Er tut so gut. Ah. Sind bestimmt noch irgendwo Infizierte, oder? Kann ich mir gut vorstellen. Wo eben noch welche waren. Da muss ich sagen, die WLF ungründlich AF. Die haben ja, die wohnen hier zwar anscheinend seit 10 Jahren, aber haben es nicht geschafft, alles ordentlich zu klären. Ne? Immer noch alles voller Infizierte. Wobei man muss sagen, Seattle ist schon eine große Stadt, wo schon sehr viele Leute infiziert werden konnten. Da hat man noch einige Jahre zu tun, bis man alles geklärt hat. Pillen. Schere. Ich kann bestimmt bald wieder eine Nahkampfwaffe upgraden. Wenn ich das kann, müsst ihr mich nochmal dran erinnern, Leute. Wenn ich eine Nahkampfwaffe upgraden kann, dass ich sie erst upgrade, wenn ich sie schon mal benutzt habe. Also wenn sie fast kaputt ist, nachdem ich sie benutzt habe, dann erst upgraden, weil dann macht das viel mehr Sinn. Dann kann ich die viel länger benutzen und so, das wäre schon clever. Am besten wäre eine Axt oder eine Machete. Boah, das wäre so OP, ne? Huiuiuiui. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Da, 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 da. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal in den Abteil, wo die Infizierten waren. Da können wir ja jetzt auch rein. Wobei, hier war ja auch Dings drin, ne? Hier war ja nicht nur Infizierte. Die hätten sich eigentlich mal sehen müssen, oder? Oder merken müssen, jo, hier sind Infizierte drin. Nein. Haben sie gar nicht mitbekommen.
Ich kann noch ein Medikit bauen. Wir sind im Himmel. Als nächstes baue ich dann wieder einen Molotow, sobald ich kann. Weil gerade habe ich 2 Medikits. Das hat sich ja gelohnt. 2 Medikits, Mann. Na, ist so Äpfel drin oder Soße? Komm schon, muss doch noch irgendwas Cooles sein. Ist hier drin nicht irgendwas? Da muss ich auch immer mehr drauf achten, dass man hier ja so viel aufhauen kann jetzt, ne? Die, du kannst Fenster kaputt machen, Mechanik. Muss ich mir immer wieder einen Gedanken rufen. Da war nix. Ja, Leute, immer vernünftig Hände waschen, ne? Das Spiel weiß Bescheid. Eine Flasche. Boah, wie viel Materialien. Ich freue mich darüber so sehr einfach. Komplett nice. Eine neue Karte. Sergeant Frost. Sieht auch interessant aus. Echter Name Edward. Intelligenz 40, Muskelkraft 80. Society of Champions. Edward Frost war einst ein gewöhnlicher Soldat, bevor er ungewollt zum Versuchsexperiment bei einem Spark-Experiment wurde. Ihm wurde eine Mischung aus flüssigem Stickstoff und radioaktivem Material injiziert und der Wissenschaftler stellte danach seinen Tod fest. Aber die Kälte hat ihn nur in einen Scheintod versetzt und er konnte entkommen. Jetzt ist er als Sergeant Frost bekannt und nutzt seine kryogenen Kräfte zur Unterstützung der Society of Champions zur Rache an den Spark-Held. Ehre. Ich habe schon immer Angst vor dem Resident Evil Move. Ich öffne so einen Schrank und dann ist da ein Infizierter drin oder so. Boah, ich würde mir so in die Hose machen. Aber ich traue denen das zu. Ich glaube, wir haben hier alles aus dem Laden jetzt. Hier waren die drinnen, ne? In dem Laden. Und jetzt? Vielleicht kommen wir dadurch raus. Meinst du da hinten, wo wir eben schon standen? Ah ja. Danke für den Tipp. Aber ich bin ja noch am Looten. Ah! Ah! Nimm mit! Oh, schön, direkt reinladen. Oh, munitionstechnisch sind wir ganz gut dabei, dafür, dass hier eben so ein Krieg war. Zwar manchmal am Sterben, was verständlich ist, da wir sehr schnell verrecken, aber ich bin zufrieden, wie es jetzt verlaufen ist. Mit dem infizierten Move und so, bin ich sehr zufrieden mit, tatsächlich. Oh, so viele Teddys. Da ist nichts mehr drin. Anscheinend. Okay. Ja, dann können wir ja eigentlich weiter, ne? Ich glaube, ich habe alles gelootet. Ich hab schon sehr viel gelootet, muss ich sagen. Einiges auf jeden Fall. Kann man hier das öffnen? Nein. Wir müssen von oben darunter anscheinend. Einzige Möglichkeit. Überraschung, ich bin's. So. Okay. Ja, bevor wir jetzt da runtergehen, würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder von... Ich wollte schon sagen, Life is Strange 2. So, ich gehe hier runter. Ha. Ich bin jetzt hier unten, aber würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Last of Us 2. Okay. Wir sind drüber. Das hast du gut erkannt. Und jetzt? Ist hier durchgeladen, ja. Ein Pistolenschuss,
2 davon, 4 davon, 2 Medikits. Wir sind so gut bewaffnet. Oh, ist das schön. Mich freut das richtig. Wir sehen uns in der anderen Folge wieder. Danke fürs Zusehen. Das war eine Folge Last of Us 2. Eine lange Folge, weil es kam in letzter Zeit keine Folge. Leider, weil ich nicht dazu gekommen bin. Deswegen heute eine lange Folge. Daumen hoch, Kommentar und bis dann.